Ja, hier hat sich wirklich jemand eine Lego-Rakete im Garten gebaut, die einige völlig verrückte Funktionen hat. Aber das ist lange nicht alles. Heute zeigen wir euch nämlich gleich mehrere Lego-Konstruktionen, die die Grenzen des bisher Machbaren sprengen und teilweise von echten Wissenschaftlern entwickelt wurden. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir starten auch direkt mit der Rakete, die ihr eben kurz gesehen habt. Dieses Lego Space Shuttle samt Startrampe wurde vom koreanischen YouTuber PunkTV entwickelt. Und auch wenn es an sich schon spektakulär aussieht, verfügt es zudem noch über einen ziemlich coolen Mechanismus. Mit Hilfe eines cleveren Förderbandsystems, das von Lego Technik Motoren betrieben wird, kann das Space Shuttle hier nämlich wirklich abheben. Allerdings nur etwa 2 Meter hoch, bis es dann an seine Grenzen kommt. Weitaus beeindruckender als die Rakete am Stab wäre jedoch eine Lego-Rakete, die wirklich abheben und fliegen kann. Und ja, sowas gibt es tatsächlich. Um dieses Wunderwerk zu vollbringen, hat die Firma Lego selber mit ein paar echten NASA-Wissenschaftlern kooperiert und entstanden ist diese beeindruckende Apollo-Saturn 5-Rakete. Gebt diesem Video jetzt noch schnell ein Like, bevor die Rakete abhebt. Wie ihr seht, haben die Wissenschaftler hier tatsächlich an alles gedacht und so schießt die Rakete nicht nur in den Himmel, sondern landet anschließend sogar mittels eines Fallschirms wieder sanft auf dem Boden. Damit das Modell tatsächlich wie eine echte Rakete in die Luft fliegen konnte, war übrigens eine Menge Arbeit der NASA-Wissenschaftler nötig. Denn damit alles so funktionierte, wie es sollte, mussten diese buchstäblich auf Raketenwissenschaft zurückgreifen und sie aus verschiedenen Stufen zusammensetzen. Gelohnt hat es sich definitiv. Oder habt ihr schon mal eine Lego-Rakete über 400 Meter hoch fliegen sehen? 400 Meter sind natürlich schon hoch, aber eigentlich soll eine Rakete ja ins All fliegen. Das ist hier noch weit entfernt, doch tatsächlich wurde auch schon ein ganzes Lego-Set ins All befördert. Die Weltraumexperten des YouTube-Kanals Centino Space haben nämlich das Unmögliche vollbracht und nicht nur eine Rakete, sondern gleich eine komplette Lego-ISS-Raumstation ins echte Weltall geschossen. Der Wissenschaftler Dr. Chris Rose versammelte ein ganzes Team um sich, um diese Meisterleistung zu vollbringen. Denn tatsächlich muss nicht nur die Konstruktion stabil sein, sondern es müssen auch Dinge wie Luftströmungen und Temperaturen richtig berechnet werden, um eine Lego-Raumstation erfolgreich in die Stratosphäre zu schießen. Ein riesiger mit Gas gefüllter Ballon sollte den Wissenschaftlern dabei übrigens als Transportmethode dienen, um die etwa 600 Gramm schwere Lego-ISS in den Himmel zu schicken. Als alle Bedingungen stimmten, konnte das Team dann endlich den Ballon mit der Raumstation losschicken. Nach einigen anfänglichen Problemen lief dann zum Start letztlich alles glatt und so stieg die Lego-Raumstation immer höher und höher. Nachdem die Raumstation über 3 Sekunden lang immer weiter aufstieg, erreichte sie ihre maximale Höhe von unglaublichen 36,5 Kilometern. Von dort aus stürzte sie schließlich mit über 400 km/h und damit schneller als ein Formel-1-Wagen wieder zur Erde. Etwas völlig anderes, aber dafür nicht weniger Faszinierendes, gelang dem YouTuber RJM Briggs vor kurzem mit Lego. RJM Briggs hatte sich nämlich eine eigentlich unmöglich klingende Aufgabe gestellt. Er wollte nur mit Hilfe von Lego-Steinen ein funktionierendes Videospiel nachbauen, samt einer eigenen Arcade-Konsole, auf der das Spiel dann ganz normal spielbar sein sollte. Allerdings nicht irgendein Videospiel, sondern das beliebte Handygame Flappy Bird. Wie ihr seht, begann der YouTuber damit, erst einmal die Kulisse für das Spiel zu bauen, die er in einer Art Jalousiekonstruktion aus vielen Einzelteilen zusammensetzte. Diese bestückte er dann mit himmelsfarbenen Fliesen und Hindernissen. Anschließend folgen noch ein paar grüne Röhren. Zum Schluss kommt noch der Vogel drauf, der sich an einem bewegbaren Arm befindet und so hoch und runter fliegen kann. Am Ende erschuf RJM Briggs hier nicht nur etwas, das optisch genau wie Flappy Bird war, sondern sich so sogar mit Hilfe eines Motors und einer Fernbedienung, wie das Original spielen ließ.
Echte Ingenieurskunst bewies auch der erst 19-jährige Amerikaner Jack Carlson in diesem Jahr. Der Teenager hatte sich nämlich eine wahre Mammutaufgabe gestellt. Und zwar wollte er ein detailgetreues Modell des Airbus A380-Flugzeugs bauen. Der A380 ist im Original das größte zivile Luftfahrzeug, das jemals in Serie gefertigt wurde und fasst bis zu 853 Passagiere. Dieses unvergleichliche, riesige Flugzeug nachzubauen ist natürlich ohnehin nicht einfach, da es unglaublich viele Details zu beachten gibt. Jack Carlson machte es sich allerdings noch schwerer, als er musste. Um die enorme Größe des Originalflugzeugs zu würdigen, entschloss er sich nämlich, auch sein Lego-Modell möglichst riesig und komplett maßstabsgetreu zu bauen. Wer von euch selbst schon einmal Modelle konstruiert hat, sollte nun schon das erste Problem erkennen. Denn mit zunehmender Größe werden Modelle instabil und brechen leicht auseinander. Zumindest, wenn man kein so gewiefter Konstrukteur wie der 19-Jährige ist. Jack gelang es nämlich tatsächlich, seinen Airbus so stabil zu bauen, dass das aus unglaublichen 40.000 Einzelteilen zusammengebaute Flugzeug komplett freistehen konnte. Aber nicht nur die Größe und die Stabilität sind hier faszinierend. Unter anderem ist der A380 mit motorisierten Ladeklappen ausgestattet und verfügt ebenfalls über ein funktionierendes Beleuchtungssystem. Und selbst beim Innenleben des Fliegers achtete der Teenager auf jedes noch so kleine Detail und schuf so einen Lego-Flieger, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hatte. Doch es geht tatsächlich noch eine Nummer heftiger. Passend zu Jacks Flugzeugmodell versuchten sich nämlich auch die Ingenieure der Firma Rolls-Royce an einem Lego-Modell aus der Luftfahrt. Genauer gesagt an der ersten und einzigen funktionierenden Flugzeugturbine der Welt, komplett aus Lego-Steinen. Die Turbine ist dabei eine exakte Replik der Rolls-Royce Trent 1000-Turbine, die in echten Boeing-Flugzeugen verbaut wird, nur halt halb so groß und aus Lego. Und auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirken mag, ist die Modellturbine tatsächlich eine der komplexesten Strukturen, die jemals aus Lego gebaut wurden. Es brauchte nämlich 4 Ingenieure, die ganze 8 Wochen lang an der Turbine tüftelten, bis sich die aus über 150.000 Steinen bestehende und über 300 Kilogramm schwere Konstruktion endlich wie das Original drehte. Nicht ganz so hohe Ingenieurskunst wie die Turbine, dafür aber faszinierend anzuschauen ist die Konstruktion, die Huey Pfanderhart an einem schönen Sommertag in seinem Garten errichtete. Der Niederländer entwarf nämlich gleich eine komplette Baustelle aus Lego und stattete diese mit allerlei funktionsfähigen Fahrzeugen und Features aus, die man so auch auf echten Baustellen findet. Zu den Highlights der Baustelle gehört ein riesiger Kran, der selbstständig seine Stützen ausfährt und mühelos Lasten von LKW hochheben und absetzen kann. Obwohl es nur eine reine Lego-Baustelle ist, kann hier sogar richtig gebaut werden. So bewegen die Fahrzeuge tatsächlich Bauteile umher und mit Hilfe des Krans wird am Ende ein Miniaturwindrad errichtet. Noch heftiger als die Baustellenfahrzeuge in diesem Video ist jedoch noch der Kran, den der YouTuber David Smandra konstruiert hat. David hat nämlich tatsächlich einen realen Kran der Firma Liebherr originalgetreu im Maßstab 1:24 nachgebaut. Seine Wohnzimmerversion bringt stolze 27 Kilogramm auf die Waage, verfügt über ganze 9 Motoren und 7 Lichtsensoren und lässt sich mit beeindruckender Präzision bedienen. Selbst Stühle kann man mit dem riesigen Lego-Modell versetzen und das alles nur mit Hilfe von Lego-Steinen. Wie riesig der Kran übrigens im Vollausgefahrenen Zustand sein kann, zeigt sich insbesondere draußen, wo der YouTuber den Kran auch schon genutzt hat, um schwere Dinge einige Meter hochzuheben. Tatsächlich ließe sich der Kran sogar unter gewissen Umständen für echte Bauprojekte nutzen, etwa um kleine Mengen an Ziegelsteinen zu heben. Falls ihr Videospiele mögt, werdet ihr vermutlich von dieser gigantischen Cyberpunk-Stadt begeistert sein, die der Lego-Fan Stefan Formentano erschuf. Denn anders als beim sehr verbuggten Videospiel Cyberpunk 2077 stimmt bei der Lego Cyberpunk City alles. Allein die riesigen Türme, von denen der höchste unglaubliche 2,7 Meter hoch ist, sind beeindruckend. Es sind jedoch vor allem die vielen kleinen Details, die hier echte Science-Fiction
Stimmung aufkommen lassen. So gibt es unter anderem einen beleuchteten Modshop, in dem den Stadtbewohnern technische Erweiterungen eingepflanzt werden, ein Polizeirevier mit futuristischen Fahrzeugen oder unzählige Minifiguren, die in Straßenszenen für Leben in der Stadt sorgen. Eine Monorailbahn, die einmal rund um die Cyberpunk-Stadt fährt, bringt zusätzlich Bewegung in die Straßenschluchten. Als letztes möchten wir euch nun noch zeigen, dass sich mit Lego nicht nur faszinierende Konstruktionen erbauen lassen, sondern tatsächlich auch Dinge, die Menschen im Alltag wirklich helfen. Die als Lego-Oma bekannte Rita Ebel aus Hanau nutzt die bunten Plastiksteine nämlich, um Rollstuhlfahrern zu helfen, indem sie ihnen aus Lego Rampen baut. Rita Ebel, die selbst seit einem Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen ist, weiß nämlich ganz genau, was für unüberwindbare Hindernisse Absätze an Hauseingängen oder vor Geschäften sein können. Seit 3 Jahren baut die 64-jährige Rentnerin daher schon Rampen aus Lego für andere Rollstuhlfahrer und macht ihnen so das Leben einfacher. Insgesamt 64 Rampen, die jeweils aus bis zu 15 Kilogramm Lego bestehen, gibt es nun schon. Und zwar nicht nur in ihrer Heimatstadt, sondern in ganz Europa. Denn Rita Ebels Idee kam gut an und wurde mittlerweile in vielen Orten aufgegriffen. Tatsächlich stellte sich Lego nämlich als ideale Lösung für mehr Barrierefreiheit heraus. Die Steine sind sehr robust und verhältnismäßig günstig, verglichen mit herkömmlichen Rollstuhlrampen. Außerdem geben die Noppen auf den Legos den Rädern der Rollstühle zusätzlichen Grip. Übrigens sitzt die Rentnerin ganze 30 Stunden an einer Rampe, denn jede ist ein Unikat. Die Steine für ihre Konstruktionen bekommt Rita Ebel mittlerweile von ihren Fans gespendet. Wenn euch dieses Video über faszinierende Lego-Konstruktionen gefallen hat, solltet ihr euch auch unbedingt unser Video über 7 weitere Lego-Konstruktionen, die wirklich funktionieren, anschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.